Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles um die My Little Box vom März. Und wenn sie dich interessiert, bleib sehr gern dran. Kommen wir zu ein paar Fakten. Die My Little Box ist schon wirklich eine meiner Lieblings-Beauty-Boxen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Die hat immer ein wirklich richtig schönes Design. Die hat einen schönen Inhalt. Du hast eine Mischung aus Beauty-Produkten, aus Accessoires und sie bringt es immer genau auf den Punkt. Sie machen auch eigene Beauty-Produkte, eigene Accessoires. Und ich glaube, sie kostet 18,50 oder so im flexiblen Abo. Aber Leute, es lohnt sich. Sie ist wirklich so toll. Ich liebe sie. Ich habe sie auch schon ewig im Abo. Ich hatte sie eine Zeit lang mal nicht mehr, muss ich auch zugeben. Aber mittlerweile, ich möchte auf sie auf keinen Fall mehr verzichten. Wir schauen mal in dieses süße Täschchen rein und wir gucken eher mal, was das Motto ist. Denn die My Little Box macht das so, die packt das Motto manchmal nämlich einfach in den Karton rein. Das ersetzt unser Heftchen, dass wir kein extra Heftchen haben. Und wir haben den Karton im Prinzip dann verwendet. Finde ich eine super gute Lösung. Und jetzt lesen wir mal, um was es denn hier geht. Skincare Heroes. Sie haben uns ja im Februar angeteasert, dass da etwas höhere, preisigere Marken drin sind und auch welche. Wenn du es aber nicht weißt, will ich sie jetzt erstmal vorab nicht sagen, dass du auch überrascht bist. Jetzt Skincare Heroes. Welcher Trend ändert sich nie? Schöne Haut. Damit liegen sie goldrichtig. Wir bringen Licht in deinen Skincare-Dschungel und präsentieren dir diesen Monat unsere perfekte Premium-Routine für den Übergang vom Winter zum Frühling. Aber nicht nur das. Entdecke mit uns gemeinsam erprobte Geheimnisse schöner Haut, effektive Super-Ingredients, erlebe eine Massagetechnik, werde selbst zur Skincare-Expertin. Massage, Gua-Sha. Also, wir gucken jetzt mal rein, bevor ich hier weiterlese, weil da steht einfach schwächer Schritt und alles dran und ja. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die wunderschöne Bag rein. Die hat ja echt ein wunderschönes Design. So weiß gewebt. Weiß wird zwar schnell dreckig, ist ein kleiner Nachteil, aber es ist wirklich eine wunderschöne Box. Ich bin richtig gespannt, was da drin ist. Und wir haben direkt einen Flyer mit dein Ticket in den My Little Skin Care Heaven. Werde selbst zur Skincare-Expertin. Unsere Freunde von Flaconi. Oh, das ist cool. Unsere Freunde von Flaconi gehören zu unseren liebsten Destinationen im Netz, wenn es um Parfüm, Skincare, Make-up, Haarpflege und andere angesagte Tools und Accessoires geht. Sie gehören zu den führenden deutschen Online-Shops für Beauty-Produkte und bieten eine riesige Auswahl von Skincare-Produkten. Ja, 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 ein 10% Gutschein für Flaconi. Also wer bei Flaconi gerne einkauft, da ist ein 10% Gutschein drin. Und jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Produkt. Drück auf Pause steht ganz groß drauf. Massagepilz aus Jade. Oh nein. Wird das der neue Gua Sha fürs Jahr 2023? Ich vermute, oder? Oh Leute, es geht weiter. Die Gua Sha-Reise habe ich jetzt als Massagepilz. Sieht ganz interessant aus. Ist auch echtes Jade. Von der My Little Box selber gemacht. Er ist richtig kalt. Und damit sollen wir uns die Schläfe hier massieren, oder? Hier ist so ein Bild, wie sich die Dame da massiert. Ja, er wirkt abschwellend. Naja, werde ich mal austesten. Ist was anderes wie ein Jadestein, aber es ist wieder in die Richtung was. Oder wäre ich nicht so begeistert davon? Kurz zu meinen Unboxings. Ich reihe dir alles hinter mir auf, dass du am Ende auch wirklich noch siehst, was war wirklich alles drin. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Produkt von Biotherm. Von Biotherm habe ich schon tatsächlich zwei Cremes probiert, die mir aber leider nicht so gut gefallen haben, muss ich zugeben. Hydra Plump Gel, Get Hydration Plump Gel, morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Hier steht, glaube ich, was dabei noch zu jedem Produkt, wenn ich jetzt sehe, hier. Step 5, pflegen. Okay, wir stellen es mal in die Reihe etwas beiseite, dass wir auch die Reihenfolge, wie sie sie hier sagen, einhalten. Eine intensive Feuchtigkeitspflege für normale bis Mischhaut. 5000 Liter Thermalwasser und 70 Mineralien für deine Hautbalance. Das regenerierende Live Plankton und Hyaluron spendet deiner Haut bis zu 48 Stunden Feuchtigkeit. Hört sich ja mal nicht schlecht an. Step 5 und das ist Step 4. Passt ja perfekt. Das dritte Produkt ist von Kiehl's.
Das erinnert mich an die Kiehl's Glossy Box, die ja leider nicht so toll war. Aber trotzdem habe ich hier eine relativ schöne Größe, 40 Milliliter zum Probieren. Und das dürfte ein All-to-Skin-Type Toner sein. Ach, ein Toner. Das ist Schritt 2 hier in der Liste. Und hier steht, alkoholfreier Toner für reinere und ebenmäßigere Haut. Mildert Unreinheiten und verfeinert das Hautbild. Dank Caledula und Alatonin beruhigt der Toner strapazierte Haut und mildert Glanz. Hört sich auch echt gut an. Schritt Nummer 2. Hört sich echt richtig gut an. Dann habe ich von Kiehl's ein Produkt. Noch ein Kiehl's Produkt. Das ist das Facial Wash. Das erkenne ich an der Verpackungs- und Größe und Form. Ja, hier haben wir das Cadulea Face Wash in 30 Milliliter. Hochwirksamer Reinigungsschaum für das Gesicht. Wirkt beruhigend und fördert einen glatten Teint. Revitalisiert normale bis fettige sowie empfindliche Haut. Ich habe ölige Haut, die zu Unreinheiten neigt. Und habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert. Muss ich jetzt unbedingt mal tun. Ich habe echt viel Gutes drüber gehört. Obwohl, ja, ich habe schon viel Gutes drüber gehört, muss ich schon sagen. Ich werde es jetzt austesten in meiner Routine. Und vielleicht wird es ja auch ein neuer Game Changer für ölige Haut. Wer weiß das. Und unser dritter Schritt und letztes Produkt ist ein Produkt von Lancôme. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht was Dekoratives. Wir haben hier nichts Dekoratives drin. Das ist das Genifique von Lancôme. Hier steht Step 3 gezielte Pflege. Adverse Genifique Serum. Das Serum stärkt die Hautschutzbarriere und unterstützt das Mikrobiom durch seinen innovativen Wirkstoffkomplex aus Hyaluronsäure, Vitamin C und 30 Millionen Prä- und probiotischen Extrakten. Das hört sich auch gut an. Schritt 3. Wir sehen hier hinter mir Schritt 1 bis 5 und alles natürlich aufgereiht. Ich weiß nicht. Also es sind halt relativ kleine Größen. Ich bin ehrlich zu euch, das bemängel ich auch immer wieder. Aber trotzdem ist es zum Probieren wahrscheinlich gar nicht schlecht. Es sind natürlich höherpreisigere Marken, Kiehl's, Lancôme, Biotherm. Aber trotzdem, ein bisschen größer hätte das ein oder andere Produkt sein sollen. Aber trotzdem finde ich die Mischung wieder super gelungen. Sie haben für sich was gedacht. Ich habe hier wirklich drinstehen, Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das, Schritt 4 das, Schritt 5 das und krönender Abschluss, Step 6, habe ich nichts drin. Muss ich mal schauen, ob das bei mir tatsächlich fehlt, weil hier steht noch drin, dass hier noch ein Lippenbalsam dabei ist von Biotherm. Das geschmeidige Lippenbalsam wirkt aufpolsternd und pflegt deine Lippen mit 5 natürlich gewonnenen pflanzlichen Ölien sowie Akazienzucker. Wie gesagt, werde ich dann gleich mal nachschauen, ob das nur bei mir gefehlt hat. Wäre natürlich sehr schade, aber dann muss ich mich an die My Little Box wenden. Finde ich halt wirklich cool. Die haben ein System gemacht, die haben sich was dabei gedacht, als sie diese Box zusammengestellt haben. Und das finde ich immer wichtig und gefällt mir dann auch natürlich sehr gut. Also ganz ehrlich, wie gesagt, bisschen größere Größen, aber trotzdem finde ich sie wieder toll. Und reine Skincare. Ich stehe ja gerade voll auf Skincare. Jetzt tue ich dir mal den Gesamtwert einblenden. Ich hoffe natürlich, das Unboxing hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder.